Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In den USA wird immer wahrscheinlicher, dass Senator Kerry bei der Präsidentschaftswahl Herausforderer von Amtsinhaber Bush wird. Kerry gewann mit deutlichem Vorsprung die Vorwahlen der Demokratischen Partei in zwei weiteren Bundesstaaten. Präsident Bush stellte sich in einem Fernsehinterview kritischen Fragen. Dabei ging es auch um Bushs geringe Popularität in Europa, vor allem aber um die angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak. Der Präsident hatte sich einen Heimvorteil gesichert. Das Interview fand im Weißen Haus statt. Aber die Fragen von Moderator Tim Russert waren genauso gut vorbereitet wie sonst im Fernsehstudio. Als sie die Nation in den Krieg führten, sagten sie wörtlich, Saddam Hussein besitzt die tödlichsten Waffen, die je gemacht wurden. Das war aber offenbar nicht der Fall. That apparently is not the case. Correct. First of all, I expected to find. Ich hatte erwartet, dass wir diese Waffen dort finden würden, sagte Bush. Als ich an diesem Schreibtisch saß und die schwierige Entscheidung über Krieg und Frieden fällte, habe ich mich auf die besten Erkenntnisse der Geheimdienste gestützt. Die Glaubwürdigkeitsprobleme der Regierung außerhalb Amerikas beeindrucken Bush nicht. In Deutschland sind 70% der Leute gegen sie. In Frankreich sind es fast genauso viele. Wie erklären Sie sich das? Oh Mann, was weiß ich. Aber ich kann Ihnen eins sagen, ich werde mich nicht ändern und nicht meine Ansichten. Als Bushs Herausforderer schält sich bei den Demokraten immer mehr John Kerry heraus. Nach Siegen in den Staaten Washington und Michigan rief er vor Anhängern, Bushs Tage sind gezählt, Amerika steht vor einem Wechsel. Kerry liegt in einigen Umfragen schon vor Bush, aber das kann sich bis November noch mehrmals ändern. Falls Kerry die Kandidatur der Demokraten erringt, müsste er nach dieser parteiinternen Auswahl seine Wahlkampfkasse wieder völlig neu auffrischen. Präsident Bush hat derweil schon über 100 Millionen Dollar gesammelt. Äußerungen von Saarlands SPD-Parteichef Maas zur Kanzlerkandidatur 2006 haben bei den Sozialdemokraten für Diskussionen gesorgt. Er hatte in der Bild am Sonntag erklärt, Franz Müntefering werde als Parteivorsitzender ein gewichtiges Wort in dieser Frage mitzureden haben. Als Zweifel an einer Kandidatur von Bundeskanzler Schröder wollte er dies später aber nicht verstanden wissen. Müntefering selbst nahm bei einer Wahlkampfveranstaltung in Hamburg Stellung dazu. An der Hamburger Parteibasis kam Franz Müntefering heute im Wahlkampf gut an. Doch am Rande musste er bereits als zukünftiger Parteichef handeln und Spekulationen über den nächsten SPD-Kanzlerkandidaten unterbinden. Es ist keine Frage, dass, wenn man einen Kanzlerkandidaten nominiert, erstens die Partei das entscheidet und zweitens, dass im Jahre 2006 Gerd Schröder Bundeskanzler und Kanzlerkandidat sein wird. Das ging an die Adresse des saarländischen SPD-Chefs. Der stellte dann auch klar, dass er nicht einen anderen Kandidaten wolle. Allerdings brauche der neue Parteivorsitzende eigene Spielräume. Das ist vor allen Dingen ein politisch-inhaltlicher Spielraum. Da wird es darum gehen, wie setzen wir die Beschlüsse des letzten Parteitages in Bochum um. Bürgerversicherung, Erbschaftssteuer, Ausbildungsplatzabgabe. Da war Franz Müntefering etwa beim Thema Ausbildungsplatz einer Abgabe einer, der immer gestanden hat. Andere in der Parteispitze warnten vor neuen Personaldiskussionen. Und ich denke, dass jeder, der derzeit weiter zündelt, auf jeden Fall deutlich merken muss, dass die Partei das nicht dulden wird und dass auch unsere Basis das nicht länger ertragen will. Auch eine Kabinettsumbildung stehe nicht an, so Müntefering. Im Übrigen wäre das Kanzlersache. In der SPD sind die Erwartungen groß, dass der neue Parteichef auch inhaltlich Einfluss nimmt auf die Regierungstätigkeit von Gerhard Schröder. Andererseits soll jeder Eindruck vermieden werden, dass Müntefering und die Partei nicht vollkommen loyal hinter dem Kanzler stehen. Eine Doppelspitze aus Parteivorsitzendem und Kanzler, daran muss sich die SPD erst wieder gewöhnen. Mit den Veränderungen bei der SPD befasst sich heute Abend auch die Gesprächsrunde bei Sabine Christiansen. Die Sendung mit dem Titel Kanzlerdämmerung, Rückzug auf Raten, beginnt um 23 Uhr. In der CDU bleibt eine höhere Mehrwertsteuer trotz der Ablehnung der Partei Spitze in der Diskussion. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Böhmer schloss sich in der Bild am Sonntag dem Vorstoß von Vizefraktionschef Merz an, der eine Anhebung für möglich hält.
Die Parteivorsitzende Merkel lehnt dagegen dies erneut ab. Der Welt am Sonntag sagte sie, in den Leitsätzen der Partei zum Steuerrecht stehe eine höhere Mehrwertsteuer nicht zur Debatte. Der jordanische König Abdallah hat am letzten Tag der Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik die internationale Staatengemeinschaft aufgefordert, ihre Anstrengungen für einen Frieden in Nahost zu verstärken. Die Ausräumung des israelisch-palästinensischen Konflikts stehe für ihn dabei im Vordergrund. Eine Lösung, so Abdallah, könne nur in einer Zwei-Staaten-Regelung innerhalb der Grenzen von 1967 gefunden werden. Ebenso müsse die wirtschaftliche Entwicklung der Region vorangetrieben werden. An der Münchner Konferenz hatten rund 500 Minister und Sicherheitspolitiker teilgenommen. Die 7 wichtigsten Industriestaaten haben sich ausdrücklich für stabile Wechselkurse und gegen zu starke Schwankungen ausgesprochen. Finanzminister Eichel sagte in Boca Raton, Florida, die Tatsache, dass man sich einig sei, werde auch an den Finanzmärkten zur Kenntnis genommen. Die Formulierung war von den Europäern durchgesetzt worden, die wegen der Dollarschwäche Schaden für ihre Exportwirtschaft fürchten. Der Papst hat sich in den Streit um den geplanten Stellenabbau in einem italienischen Werk des ThyssenKrupp-Konzern eingeschaltet. Vor Dutzenden Stahlarbeitern aus Terni, die über Nacht rund 100 Kilometer nach Rom marschiert waren, sagte Johannes Paul II., er hoffe, dass eine gerechte Lösung für die Arbeiter und ihre Familien gefunden werde. Seit mehreren Wochen gibt es an dem Stahlstandort nördlich von Rom Demonstrationen für den Erhalt der rund 900 bedrohten Arbeitsplätze. In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat heute eine internationale Anti-Drogen-Konferenz begonnen. Im Vorfeld sagte der afghanische Finanzminister Ghani, das Vorgehen gegen den Drogenhandel müsse Vorrang haben. Bei Kämpfen um Drogeneinnahmen wurden in der Provinz Badakhshan mindestens 7 Menschen getötet. Die Provinz gehört zum vorgesehenen Einsatzgebiet des deutschen Wiederaufbauteams in Kunduz. Sie gilt als eines der größten Drogenanbaugebiete Afghanistans. Aufstand gegen den Präsidenten von Haiti, Aristide. Nach Rundfunkberichten haben Rebellen die Kontrollen über mehrere Städte übernommen. Der Polizei sei es am Wochenende nicht gelungen, sich in Gonaïves, der viertgrößten Stadt des Landes, gegen die Aufständischen durchzusetzen. Nach Angaben eines Radiosenders starben mindestens 7 Polizisten. Ein Regierungssprecher erklärte dagegen, die Sicherheitskräfte hätten die Lage im Griff. Über das geplante Lkw-Mautsystem zeichnen sich schwierige Nachverhandlungen ab. Wie das ARD-Hauptstadtstudio aus Koalitionskreisen erfuhr, will Bundesverkehrsminister Stolpe das jüngste Angebot von Toll Collect so nicht akzeptieren. Die vorgeschlagenen Vertragsergänzungen würden den Bund benachteiligen und seien auch vergaberechtlich problematisch. Das gelte vor allem für die geforderte Haftungsbegrenzung. Stolpe will das Ergebnis seiner Prüfung am Mittwoch den zuständigen Bundestagsausschüssen erläutern. Die Schweizer haben bei einer Volksabstimmung ein milliardenschweres Programm für den Straßenbau abgelehnt. Damit sollten die meisten Engpässe im Land beseitigt werden. Betroffen ist unter anderem der Gotthardtunnel. Dort wird wohl in absehbarer Zeit keine zweite Tunnelröhre gebaut werden. Eine deutliche Niederlage für die Verkehrspolitik der Schweizer Regierung. Über 62% der stimmberechtigten Bevölkerung ist gegen mehr Geld für den Straßenbau. Die Idee klang vielversprechend. 30 Milliarden Franken wären 10 Jahren vor allem für S-Bahnen, Züge und Umfahrungsstraßen in den Ballungsgebieten. Aber die Regierung ließ offen, ob auch ein zweiter Gotthardtunnel gebaut werden soll, um die heutige schmale Röhre zu verbreitern, die regelmäßigen Staus zu verhindern. Für viele Schweizer widerspräche ein neuer Tunnel der Absicht, den Schwerverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Ich denke, der öffentliche Verkehr müsste gefördert werden und nicht der Privatverkehr. Wir haben genug Straßen, wir haben zu viele Autobahnen. Eine zweite Röhre für noch mehr Lastwagen? Nein, sagten heute die Schweizer, keine neuen Steuermilliarden, gerade in Zeiten knapper Finanzen. Wir wollen den Bundeshaushalt sanieren, da gibt es keine Chance für ein 30 Milliarden Franken teures Infrastrukturprogramm. Wir müssen aber wirklich der ganzen Schweiz beibringen, dass diese Millionen in Investitionen für unsere Infrastrukturen, die für ein Jahrhundert geplant sind, sich lohnen. Staus weg, fordern die Befürworter des Tunnel- und Straßenbaus, während die Gegner Nationalheld Wilhelm Tell benutzen. Nein zum 30-Milliarden-Beschiss. Der Streit um die Verkehrspolitik geht weiter.
Autofreier Sonntag in rund 100 italienischen Städten. Wegen hoher Luftverschmutzung hatten vor allem Kommunen in Norditalien das Fahrverbot für Privatfahrzeuge verhängt. Auch in der oft vor dem Verkehrskollaps stehenden Hauptstadt Rom gab es heute ungewohnt wenig Motorlärm. Viele Einwohner nutzten die Gelegenheit, um ihre Stadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden. Ab 17 Uhr hieß es dann wieder freie Fahrt. Sportliche Höhepunkte waren heute eine Goldmedaille im Biathlon und die beiden Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga. Gerhard Delling berichtet, wie die Verfolger von Werder Bremen, Stuttgart und Bayern gespielt haben. Und bei den Bayern, meine Damen und Herren, da stellt sich die Frage, wer Kopf dieser Mannschaft ist. Außer Oliver Kahn, der es gar nicht mehr sein will. So viel ist sicher, findet sich kein Kopf, dürften Köpfe rollen beim Rekordmeister. Dazu die Pokalblamage gegen Aachen im Hinterkopf. Also, um den Kopf frei zu bekommen für das Titelrennen, musste ein Sieg her gegen Hannover 96. Bei den Niedersachsen, da stach jedenfalls schon mal ein Kopf heraus. Aber nur auf der Bank. Hannover zunächst ohne Neuzugang Xavier, das wollte auch nicht in jedermanns Kopf. Die Bayern gleich auf 4 Positionen verändert im Vergleich zur Pokalblamage, unter anderem mit C. Roberto. Und Teil 1 in Sachen Wiedergutmachung. Ballacks Führungstreffer nach 10 Minuten, sein 5. Saisontor. Das zuletzt so arg vermisste Flügelspiel brachte gleich den gewünschten Erfolg. Der Rekordmeister spielte endlich mit Köpfchen. Erleichterung bei den Verantwortlichen, genug war über etwaig rollende Köpfe in den zurückliegenden Tagen spekuliert worden. Die Niedersachsen in der Folge allerdings das bessere Team. Kläglich die Chancenverwertung. Stendl und Bredaric taten sich da mehrfach negativ hervor. Nur 30.000 Zuschauer im Olympiastadion enttäuscht über das Niveau dieser Begegnung. Zweite Halbzeit, 96 erneut mit viel Herz, aber wenig Hirn anrennend, während die Bayern demonstrierten, wie erfolgreich man auch oben ohne sein kann. 2:0, C. Roberto, Krise in München, war da was? Als Führungsspieler Ballack wegen Meckerns, ob dieses Foulspiels des Feldes verwiesen wurde, schwante manch einem Böses. Doch der Kopf der Mannschaft wurde nicht lange vermisst. Denn Makai antwortete auf seine Art nur wenige Minuten später. Und Hannover? Die tapferen Gäste kamen zwar noch zum 1:3 durch Svitlica wenige Minuten vor dem Ende, verloren allerdings kurz vor Schluss den bereits verwarnten de Guzman ebenfalls durch Gelb-Rot. 4 Tore, 2 Platzverweise, eine derart haarige Angelegenheit war selbst für Xavier zu viel. Bei Hertha BSC stimmt es hinten und vorne nicht. Allein 6-mal verloren die Berliner, wie zuletzt mit mindestens 3 Toren Unterschied. Und nun kam für das Team mit der schlechtesten Offensive der VfB Stuttgart, der mit Abstand die beste Defensivarbeit vorzuweisen hat. Trotzdem gibt es einen kleinen statistischen Muntermacher auch für Berlin. In den letzten 35 Jahren verlor Hertha nur ein einziges Heimspiel gegen die Schwaben. Das war 1991, unglücklicherweise aber auch am 19. Spieltag. Statistik ist das eine, der Glaube an die Wende das andere. Hertha-Neuzugang Billy Rehner als letzter Hoffnungsträger für den Berliner Trainer Hans Meyer, dessen Mannschaft sich ganz in Weiß und selbstbewusst präsentierte. Nach 10 Minuten Zusammenspiel zwischen Neuendorf, Marcelinho, Bobic und wieder Neuendorf zum 1:0 für die Hausherren. So glaubte zumindest der Schütze, bevor der Blick nach außen ging. Die Fahne war oben und der Treffer wegen vermeintlicher Abseitsstellung nicht anerkannt. Eine krasse Fehlentscheidung. Eigentlich Tor von Neuendorf, doch Spielstand 0:0. Die Berliner besser als zuletzt. Freistoß Marcelinho von Timo Hildebrand entschärft vor der versammelten Bundesliga-Trainerprominenz. Die Gäste aus Stuttgart nur einmal gefährlich. Freistoß Mera knapp vorbei. Der letzte Schuss der ersten Hälfte, in der sich diese Herren im Berliner Olympiastadion nicht gerade beliebt gemacht hatten. Zweite Halbzeit, gleiches Bild. Hertha Spiel bestimmen und nach einer Stunde mit Billy Rehners Versuch des Fallrückziehers. Die Berliner probierten es mit Finesse. Und mit erfrischender Offensive die Folge, Chancen durch Zecke Neuendorf zum ersten und Marcelinho zum zweiten. Nur ins Gehäuse, da wollte der Ball einfach nicht rein. Bis es kurz vor Schluss Marcelinho noch einmal probierte. Das 1:0 für Hertha BSC durch Freddy Bobic, der dem Ball am Ende die entscheidende Richtung gab, den Berlinern 3 Punkte bescherte und für den Beweis sorgte, dass es nie zu spät ist, an die Wende zu glauben. In der Tabelle die 2 Gewinner des Spieltages an der Spitze, Werder 6 Punkte vor den Bayern. Stuttgart jetzt auf Rang 3, dann wie gehabt Leverkusen und Bochum. Das Niemandsland beginnt bei Wolfsburg und endet bei Rostock. Dahinter Gladbach, Kaiserslautern, Frankfurt mit schon 11 Niederlagen, ebenso wie Köln, und Hertha BSC ist trotz des Sieges weiterhin ohne Verfolger.
damit zu einem echten Verfolgungswahnsinn. 25.000 Zuschauer verfolgten bei der Biathlon-WM in Oberhof ein 12,5 Kilometer langes Verfolgungsrennen, das im wahrsten Sinne des Wortes groß endete. Rico Groß ist Verfolgungsweltmeister. Zum zweiten Mal Verfolgungsweltmeister. Er konnte seinen Titel verteidigen und die ganze Welt umarmen. Wenn man dann bei einer Weltmeisterschaft im eigenen Land und vor 25.000, 30.000 Zuschauern und sicherlich Einschaltquoten von was weiß ich nicht wie 4 Millionen hat und so einen Moment erleben darf, das ist klasse. Die Vorentscheidung im letzten Schießen. Rico Groß mutiger als der bis dahin führende Sprintweltmeister Raphael Poiré. 15 Sekunden sein Vorsprung, der schmolz aber bis auf 5 Sekunden auf der Schlussrunde. Erst auf der Zielgeraden habe ich mal auf die Leinwand geschaut und habe gesehen, dass ein bisschen Abstand ist. Und danke, das war's. 13 Sekunden waren es am Ende. Es war ein Sieg der Taktik, aber eben auch einer des unbedingten Willens. Poirés Ehefrau Liv Grete gewann bei den Damen, ist somit Doppelweltmeisterin. Silbermedaillengewinnerin Martina Glago, die sich vom dritten auf den zweiten Platz verbessern konnte durch ihr sicheres Schießen. Und heute mit meinem zweiten Platz, das ist einfach nur cool. Wie der gesamte deutsche Medaillensegen bei der Biathlon-WM. Und noch eine WM. Bei der Mehrkampf-WM in Hamar musste die ehemalige Weltmeisterin Anni Friesinger den abschließenden 5000-Meter-Lauf entkräftet absagen. Aber Claudia Pechstein aus Berlin kam dafür mit letzter Kraft ins Ziel und landete so hinter der Weltmeisterin Renate Grönewold aus den Niederlanden auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Mit Wertung geht's weiter. Auf Platz 1 im Studio Eva Herrmann. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 9. Februar. Es bleibt windig und kühl. Auf der Westseite von Sturmtief Ursula strömt weiter polare Luft nach Deutschland. Dabei kommt es zu kräftigen Schneefällen, Sturm- und Orkanböen sowie Schneeverwehungen. Für den rot markierten Bereich liegen Unwetterwarnungen vor. Auf den Straßen kann es zudem glatt werden. Heute Nacht fällt verbreitet Schnee oder Graupel, stellenweise gibt es Gewitter. In höheren Lagen können die Schneefälle ergiebig sein und in Verbindung mit dem Wind zu Verwehungen führen. Am Tag schneit es vor allem noch an den Alpen und den Mittelgebirgen, sonst lassen die Schauer nach. Im Westen und Norden scheint auch mal die Sonne. Der West- bis Nordwestwind weht weiter stürmisch, auf den Bergen mit Orkanböen, in den Niederungen mit Sturmböen. Morgen lässt er im Westen, später auch im Osten allmählich nach. Die Nachttemperaturen liegen um den Gefrierpunkt am Oberrhein etwas darüber. Am Tag Dauerfrost an den Alpen, sonst 1 bis 4, an Rhein und Mosel bis 7 Grad. Am Dienstag nur im Süden etwas Sonne, sonst viele Wolken und Schnee oder Regenschauer. Am Mittwoch Dauerregen im Westen und Schneefall im Süden bei steigenden Temperaturen. Am Donnerstag meist trocken, stellenweise auch freundlich.